Schäden sind wir schon versagend oder schon viel probieren. Es wird nun vor allem von der Verteidigung ins Feld geführt, der Gesichtspunkt, dass insbesondere die Wehrmacht in diesem Zusammenhang versagt habe. Sicher ist es richtig, dass die obere Führung der Wehrmacht versagt hat, dass aber die Wehrmacht im Ganzen versagt hätte, hat dieses Verfahren nicht ergeben. Es hätten manche die Pflicht gehabt, einzuschreiten, nachdem sie von diesen Vorgängen gehört haben. Sie haben das nicht getan und sie haben als Offiziere versagt. Es geht aber nicht an, dass man nur die Wehrmacht ins Auge nimmt und bei ihr den Fehler sieht. Ich habe schon vorher darauf hingewiesen, dass die Schuld sehr weit verbreitet ist. Man denke nur, um nochmals darauf hinzuweisen, auf die Bedeutung der Propaganda. Hier waren ja Leute der Presse tätig, Leute, die teilweise heute wieder in der Presse tätig sind, die das nicht mehr wahrhaben wollen. Und sie haben ein gerüttelt Maß an der Schuld dessen, was passiert ist. Aber es ist kein Stand auszunehmen. Auch der Richterstand, die Staatsanwälte, alle haben versagt. Es soll auch nicht verkannt werden, dass der Gesichtspunkt, der hier mit eine Rolle spielt, nämlich der Antisemitismus, dass er, wie ich schon sagte, nichts Neues war, dass er auf Vorgänge zurückzuführen ist, die sich vor Jahrhunderten schon abspielten, die damals schon lebendig wurden, die entsprechend in gewissen Bevölkerungskreisen forciert wurden, aus den mannigfaltigsten Gründen, dass das im Lauf der Jahrhunderte dann in sogenannte wissenschaftliche Form gegossen wurde und in entsprechenden Tendenzschriften hineingetragen wurde in die breite Masse und natürlich auch die Angeklagten entsprechend beeinflusst hat. Dann wäre noch zu berücksichtigen bei den Angeklagten allgemein, dass sie nicht von sich aus, wie ich schon ausführte, gehandelt haben, sondern dass sie auf Befehl gehandelt haben, dass der Anstoß von außen kam. Zu ihren Ungunsten ist aber zu werten zunächst einmal die schwere Lebensführungsschuld, die sie trifft und von der sie niemand freisprechen kann. Sie haben einer Institution sich verschrieben, der Folge geleistet bis zum letzten Tage. Wer weiß, und das war nicht zu übersehen, dass ein solches Institut schon von 1934 an praktisch der maßgeblichste Handlanger der Gewalt war, der nimmt schwere Schuld auf sich schon damit, dass er bei dieser Institution eintritt, aus irgendwelchen praktischen Erwägungen heraus. Der Angeklagte Böhme sagt, er sei dort eingetreten, weil er eben hier eine Beamtenlaufbahn vor sich sah. Nun, das ist keine Begründung. Er war in einer Stellung, aufgrund eines Privatvertrages bei einer Rechtsdienststelle, er hätte sein Auskommen gehabt. Viele haben es umgekehrt gemacht. Die haben auf ihre Beamtenstellung verzichtet, sind in ein Angestelltenverhältnis irgendwo gegangen, weil sie hier nicht mitmachen wollten. Die Angeklagten haben es umgekehrt getan. Sie haben die Augen geschlossen und sind weiter und weiter ins Verbrechen hereingeschlittert. Das gilt natürlich nur für die Angeklagten der Stapo und des SD, nicht für die Angeklagten Lukis und Schmidthammer. Weiter ist zu berücksichtigen die Folge, die dieses Verhalten für uns Deutsche gebracht hat. Das Ansehen Deutschlands ist für Generationen schwerlichst getroffen. Es darf uns nicht wundernehmen, wenn nachher auf der Gegenseite ein Morgentauplan lebendig werden konnte. Es war die natürliche Reaktion des Hasses auf das hin, was an diesem jüdischen Volk geschehen war. Wenn Millionen umgebracht werden, dürfen wir uns über gar nichts wundern. Es wurde nicht bedacht von der obersten Führung, was es für Folgen haben könnte, wenn sie das nicht erreichen, was sie zu erreichen hofften, nämlich die absolute Gewalt zu erhalten und zu behalten. Es war ihnen auch gleich, was für Folgen das hat für die Kriegsgefangenen. Es ist bestimmt nicht von der Hand zu weisen, dass manche Kriegsgefangene in Russland
darunter schwerstens zu leiden hatte, dass ihm serviert wurde: Nun, was wollt ihr sagen, was habt ihr gemacht mit unseren Leuten? Ihr habt sie liquidiert, bloß deswegen, weil sie Kommunisten waren. Ihr habt sie liquidiert, bloß deswegen, weil sie Juden waren. Herr Schuxer. Das gilt ja bloß für Einzelne. Zugunsten der Angeklagten wird noch weiterhin berücksichtigt, dass sämtliche Angeklagten in der Zwischenzeit eine gute Führung zeitigten, seit 1945, dass ein Teil von ihnen in fortgeschrittenem Alter steht, das bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ist, dass ein Großteil in Internierungshaft, in Kriegsgefangenschaft war, dann bei Lukas insbesondere die schwere Jugend, die er durchzumachen hatte, dass er hin und her gezogen wurde, im politischen Hin und Her seines Landes. Litauen wurde ja hin und her gezogen zwischen Russland, Polen und Deutschland. Und in diesem Auf und Ab hatte er insbesondere von der kommunistischen Seite schwer zu leiden, wurde verschleppt schon in früher Jugend und hatte hier nichts Gutes gesehen, nichts Gutes durchgemacht. Dass hier eine entsprechende Reaktion verständlich ist, ist klar. Dass aber der Angeklagte Lukas weit über das hinausging, was zulässig war, wusste er selbst. Er hat es ja selbst erfahren am eigenen Leib, was Ungerechtigkeit heißt. Allgemein ist noch zu beachten, dass sämtliche Angeklagten entweder Angehörige der Polizei waren oder Angehörige des SD. Die eine Dienststelle, die eine Stelle, die dafür zu sorgen hat, dass Recht und Gerechtigkeit erhalten bleibt, die überwacht, dass entsprechend ordnungsmäßig verfahren wird. Sie hätten besonders wache Augen, besonders scharfes Empfinden haben müssen für Recht und Gerechtigkeit. Gerade deswegen ist es auch Ihnen besonders anzugreifen, dass Sie es waren, die hier besonders versagt haben. Bei dem Angeklagten Schmidthammer gilt es nur in vermindertem Maße, denn er ist ja nur durch den Krieg hineingezogen worden in den Polizeidienst. Im Einzelnen wurde noch Folgendes berücksichtigt: Bei dem Angeklagten Böhme zunächst einmal, dass er, wie ich schon ausführte, wie nicht zu widerlegen ist, retardierend reagierte, das heißt, dass er etwas die Sache hinausschob, dass er sich zunächst vergewisserte von Seiten des Reichssicherheitshauptamtes, ob es tatsächlich durchzuführen ist, dass er von Stahlecker gedrängt wurde. Ferner, dass er auch mehr oder weniger Heimatvertriebener ist. Ferner, dass er auch nicht nur von Stahlecker, sondern auch von Herzmann etwas angetrieben wurde. Zu seinen Ungunsten musste aber gewertet werden, dass er insbesondere mit einer eisernen Konsequenz, mit einem eisernen Besen diesen Grenzstreifen auskehrte, so eifrig, dass nichts mehr übrig blieb. Die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen in dieser Richtung hat ergeben, dass man tatsächlich so gut wie nichts mehr an Juden vorfindet, was aus dieser Gegend stammt. Er hätte es außerdem sehr wohl in der Hand gehabt, sich um diese Sache zu drücken. Es entstand ein Streit zwischen dem Führer des Einsatzkommandos in Kovno-Jäger und ihm über die Zuständigkeit. Er hat darauf gepocht, dass ihm das Recht zusteht, hier zu säubern in diesem Bereich, während Jäger es für sich in Anspruch nahm. Das zeigt, wie er zu diesen Taten eingestellt war. Nicht vergessen werden soll auch der erste Tag der Verhandlung, in dem er in einer Weise sprach, wie man es gewöhnt war vom NS-Propagandaredner der vergangenen Zeit. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man von einem Modellfall spricht, der gebaut wurde für die Untergebenen, damit sie ein Muster haben für künftige Liquidierungen. Weiterhin war zu werten, dass er eine leitende Stellung hatte bei der Durchführung und dann die Häufung all dieser Taten, die bei ihm besonders ins Gewicht fällt. Dann hat er noch im Einzelnen zugelassen,
und selbst durchgeführt, wie ich schon anführte, das fotografiert wurde, dass Betrunkene mitwirkten, insbesondere Litauer. Dieser Alkohol kam von der Stapo. Dass die Opfer teilweise geschlagen wurden, ohne dass eingeschritten wurde. Dann hat er mit angesehen, wie roh brutal durchgeführt wurde. Dass hier die Opfer mit ansehen mussten, wie die anderen erschossen werden. Dass sie das Grab ausschaufeln mussten. Die Leichen hineinwerfen mussten, ihre eigenen Brüder und Schwestern. Dass er es unterließ, einen Arzt zuzuziehen, was das Wenigste gewesen wäre, damit man wenigstens weiß, dass der Betreffende tot ist. Ferner war zu seinen Ungunsten zu werden, sein scharfer Ton, seinen Untergebenen gegenüber. Weiter, dass er Untergebene besonders scharf waren, bevorzugte, wie seine Untergebenen Mittag, Schwarz und Sudau. Schließlich, dass er das Geld der Opfer verwenden ließ für die sogenannten Sakuskas. Und für Erholungsaufenthalt der Stapo in Polangen. Bei dem Angeklagten Herstmann war zu berücksichtigen zu seinen Gunsten, dass nicht auszuschließen ist, dass er strafversetzt worden war und dass für ihn deswegen seine Position etwas geschwächt war. Weiterhin soll nicht bestritten werden, dass er sich innerlich gewandelt hat, dass er erkannt hat, was er gemacht hat. Er war zumindest einer von denjenigen, die am meisten zu seinen Taten standen, der zugab, was er gemacht hat. Ferner seine nicht sehr glückliche Jugend, sein jetziger schlechter Gesundheitszustand. Ferner soll zu seinen Gunsten unterstellt werden, dass er tatsächlich Unsauberkeiten von NS-Funktionären geißelte. Weiter, dass er interniert war. Von 8.6.45 bis 3.9.48, dass er praktisch seit 1945 bis heute, mit Ausnahme von 3 Jahren, die Freiheit nicht wiedersah. Zu seinen Ungunsten war aber zu werden, dass er es war, der auf schnelle Durchführung der Erschießungen drängte, auch bezüglich der Erschießung von Frauen und Kindern, dass er nicht einschritt gegen Exzesse, genauso wenig wie der mitangeklagte Böhme, und beim Schlagen der Opfer, dass auch er eine leitende Stellung innehatte, seinen SD-Angehörigen gegenüber, dass er damals Alkoholiker war, dass er bei Frauen- und Kindererschießungen tatsächlich mitmachte, wie festgestellt wurde, und dass auch er die Möglichkeit des Ausweichens nicht ergriff, als es sich so günstig bot beim Zuständigkeitsstreit im Falle Jäger, wo auch er mit zugegen war. Bei Fischer Schweder zu seinen Gunsten, dass er Böhme und Herstmann intelligenzmäßig unterlegen ist, dass er parteimäßig nach 1933 nicht besonders aktiv war, dass nicht wieder bestritten werden soll, dass er ein pflichteifriger Beamter war während vieler Jahre und damals nicht zu beanstanden war, dass er auch mitunter menschlich gegenüber Juden war vor dem Krieg und dass er bedacht hatte darauf, dass wenigstens die Erschießung in einer besseren Form erfolgen sollte, was aber tatsächlich dann nicht zur Auswirkung kam. Zu Ungunsten war zu werten, dass er keinerlei Veranlassung hatte, die Schutzpolizei bei der Exekution einzusetzen. Dass er den höchsten Dienstgrad hatte bei dieser Exekution, er war ja Oberführer der SA, dass er die Leitung in Gassen schließlich sogar an sich riss, besonders Nachschüsse erteilte, eigenhändig. Ferner muss beachtet werden, sein arrogantes Verhalten, das er auch in der Hauptverhandlung, zumindest im Anfang, nicht abgelegt hatte. Ferner, dass er die Schupo und insbesondere den Mitangeklagten Schmidthammer in diese Geschichte hineingezogen hat. Ferner, dass von einer Einsicht bei ihm bislang nichts zu spüren war. Bei Lukis zu seinen Gunsten, seine schlechten Erlebnisse mit den Kommunisten, dass er Heimat und Familie verloren hat, dass er vorzeitig gealtert ist und krank ist,
zu seinen Ungunsten, dass er früher in jenen Jahren Alkoholiker war. Seine Unwahrhaftigkeit, die sich besonders im Verhältnis der Vernehmung von Zeugen offenbarte. Ich erinnere an die Vernehmung Uselis, dem er einen Mord in den Schuh schob. Der Zeugen sind nun jene, die er politisch verdächtigte. Er versuchte, jeden Zeugen von vornherein madig zu machen. Dann sein gefühlloses Vorgehen gegen seine Landsleute. Er hat seine eigenen Landsleute denunziert. Der Spruch, der für diese Leute gilt, ist ja bekannt, ich brauche nicht anführen. Dass er besonders grausam vorging gegenüber dem Ehepaar, das er selbst erschoss. Dann seine Mitwirkung auch bei Frauen- und Kinderschießungen. Bei Kreuzmann zu seinen Gunsten, dass er dienstlich korrekt gegenüber Untergebenen war, dass er nicht besonders aktiv hervorgetreten ist, trotz führender Stellung als praktischer Vertreter des angeklagten Böhmes zu einem Großteil der Zeit. Dass er circa 3 Jahre Internierungshaft war, dass er seine Gestapo-Angehörigkeit bei seiner Gefangennahme nicht geleugnet hat. Ferner, dass er Heimatvertriebener ist. Zu seinen Ungunsten war aber zu werten, dass er trotz großer Intelligenz und juristischer Schulung nichts getan hat, um den Massenmord zu verhindern, obwohl er besondere Erfahrung hatte in Exekutivangelegenheiten und ja eine besondere Stellung in Beziehung auf seinen Vorgesetzten Böhme aufzuzeigen hatte. Obwohl er mehrfach mit bei Jäger war und der Zuständigkeitsstreit ihm bekannt war, hat er nichts in dieser Richtung unternommen, damit die Stabo Tilsit diese Aufgabe losgeworden wäre. Außerdem soll nicht übersehen werden sein Verhalten bei verschärften Vernehmungen, deren Kenntnis er im Wesentlichen abstritt. Gerade in seiner Dienststelle ist das sehr häufig vorgekommen und er ist nicht eingeschritten. Ferner muss ihm auch noch zu seinen Ungunsten angelastet werden, dass er nach der Überzeugung des Schwurgerichts das Schwurgericht mehrfach angelogen hat. Der Angeklagte Harms, zu seinen Gunsten muss gewertet werden, dass er etwas einfacherer Natur ist, geistig, dass er in fortgeschrittenem Alter steht, dass er eine schlechte Position bei der Stabo hatte, insbesondere seinem Vorgesetzten gegenüber, der er nicht besonders ernst nahm, dass er selbst deswegen Minderwertigkeitsgefühle aufwies, dass er kränklich ist, dass ihm menschliche Züge bestimmt nicht abzusprechen sind, dass er nicht sehr aktiv war und sich möglichst gedrückt hat. Ferner, dass er zugibt, die Rechtswidrigkeit erkannt zu haben. Ferner, dass er 3 Jahre, 2 Monate in Internierungshaft war. Zu seinen Ungunsten war zu werten, dass er etwas uneinsichtig ist, einen charakterlich labilen Eindruck macht, dass er, um etwas zu werten, auch bereit war, sehr wohl Opfer auf sich zu nehmen, die seinem Gewissen eigentlich hätten zuwider sein müssen. Auch die Frau musste bei ihm aus der Kirche eintreten, damit er entsprechend aus der Kirche austreten, damit er entsprechende Position erwarten konnte. Ferner war nicht zu übersehen, dass er immerhin ein entsprechendes Amt hatte. Er war der Leiter des GBKs. Bei Behrendt, zu seinen Gunsten, dass er damals noch verhältnismäßig jung war, dass er im nationalsozialistischen Geist erzogen war und das kreditlos vielfach hinnahm, dass er durch seine litauischen Sprachkenntnisse mehr an die Front geschickt wurde, nämlich in den litauischen Raum, und damit mehr der Gefahr ausgesetzt war, hier zu versagen. Ferner, dass er nach dem Eindruck bei der Verhandlung offenbar eine innere Umkehr erfahren hat. Er war offensichtlich auch bemüht, zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. Er ist Heimatvertriebener, er ist ferner 22 Monate in Internierungshaft gewesen. Zu seinen Ungunsten war zu werten, sein Aktivismus, dass auch er seine Frau mit zum Kirchenaustritt bewog, obwohl offensichtlich die Frau noch sehr an der Kirche hing, denn er hat zum Ausdruck gebracht, dass das Kind getauft wurde, weil die Frau wollte, dass die Verbindung zur Kirche auf keinen Fall abgebrochen wird. Dann die scheußliche Tatausführung im Fall Gewildes,
Und schließlich seine Mitwirkung bei der Frauen- und Kindererschießung durch sein damaliges Eintreten für dieselbe beim Landrat in Göttingen. Bei dem Angeklagten Carsten zu seinen Gunsten, dass er einen etwas einfältigen Eindruck macht, Grenzdeutscher ist und seine entsprechende Erfahrung, die gemacht hat mit dem Hin und Her des Grenzlandes, die entsprechend auf seinen Charakter eingewirkt haben mögen. Dass er entsprechend nationalistisch eingestellt ist, dass auch seine schwere Jugend teilweise unter diesem Eindruck stand, des Hin und Her, des Ost und West, dass er gefühlslabil ist, Heimatvertriebener und ferner, dass er die Rechtswidrigkeit erkannt zu haben zugibt. Schließlich, dass er Kriegsgefangener war von bis 4.11.1950. Zu seinen Ungunsten der Zug zur Unwahrhaftigkeit, der Versuch, den Sachverhalt möglichst zu verschleiern und seine Mitwirkung bei Frauen- und Kindererschießung. Bei dem Angeklagten Sakut und zu seinen Gunsten, dass nichts zu bestreiten ist, dass seine SD-Tätigkeit weitgehend im Sinne eines Kampfes gegen Missstände durchführte, dass er nicht besonders aktiv hervortrat bei den Erschießungen, dass er sie offenbar innerlich ablehnte, dass er Grenzdeutscher war, Vertriebener ist, 22 Monate Gefängnis wegen seiner Angehörigkeit zu einer vorrechtlichen Organisation hatte, unter Anrechnung von 1 Jahr 3 Monaten Internierungshaft. Zu seinen Ungunsten musste aber gewertet werden, seine Unwahrhaftigkeit, die insbesondere im Zusammenhang mit der Vernehmung Fulz zutage trat, seine weitere Teilnahme an den Erschießungen trotz überdurchschnittlicher Intelligenz und innerem Abscheu. Bei Schmidthammer zu seinen Gunsten, dass er kein Nazi war, dass ihn keine Lebensführungsschuld trifft, dass er Einsicht zeigte und Reue, dass er ein korrekter und beliebter Vorgesetzter war und dass er bemüht war, bei der Erschießung die Form zu wahren. Zu seinen Ungunsten konnte das Schwurgericht nichts feststellen, abgesehen von dem Tatbestand, der ihm hier angelastet wird. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände, die ich zum Allgemeinen und zum Besonderen vorgetragen habe, wurden folgende Strafen für angemessen, aber ausreichend erachtet. Bei dem Angeklagten Böhme eine Zuchthausstrafe von 15 Jahren, außerdem erschien bei allen Angeklagten, außer dem Angeklagten Schmidthammer, der Ausspruch von Ehrverlust angezeigt. Bei Böhme 10 Jahre Ehrverlust. Bei dem Angeklagten Herzmann eine Zuchthausstrafe von 13 Jahren, aus der unter Einbeziehung der bereits im Urteil Szenor genannten Strafe, die er in Braunstein bekommen hatte, wegen Teilnahme an Mord in 5 Fällen, eine Gesamtzuchthausstrafe von 15 Jahren und 10 Jahre Ehrverlust. Bei dem Angeklagten Fischer Schweder eine Zuchthausstrafe von 10 Jahren und 7 Jahren Ehrverlust. Bei Lukis 7 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Ehrverlust. Bei dem Angeklagten Behrendt eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren, 3 Monaten. Eine Gesamtstrafe. Es ist hier noch zu erwähnen, dass in dem Falle gewillt ist, es sich um eine selbstständige Tat handelte, bei Hilfe zum Totschlag, wie ich schon ausgeführt habe. Hier wurden dem Angeklagten mildernde Umstände im Sinne des § 213 zugebilligt, und zwar im Hinblick auf die Persönlichkeit des Opfers. Die ganze Gesinnung, die damals, oder die ganze Stimmung, die damals mit eine Rolle gespielt haben mag, im Memelland. Es wurde wegen dieser Tat dem Angeklagten lediglich eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr auferlegt und aus ihr und einer Strafe von 5 Jahren Zuchthaus eine Gesamtzuchthausstrafe und der Umwandlung der Gefängnisstrafe in eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren, 3 Monaten gebildet. Außerdem wurde auf 3 Jahre Ehrverlust erkannt. Bei dem Angeklagten Kreuzmann wurde auf 5 Jahre Zuchthaus und 4 Jahre Ehrverlust erkannt.
bei Harms auf 3 Jahre Zuchthaus und 2 Jahre Ehrverlust. Bei dem Angeklagten Carsten 4 Jahre Zuchthaus und 3 Jahre Ehrverlust. Bei Sakut 3 Jahre, 6 Monate Zuchthaus und 2 Jahre Ehrverlust. Und bei Schmidhammer auf 3 Jahre Zuchthaus. Bei ihm wurde, wie ich schon anführte, nicht auf Ehrverlust erkannt. In den übrigen Fällen, bei denen die Angeklagten nicht für überführt erachtet wurden, waren sie freizusprechen. Bei der weiteren Frage der Anrechnung, zunächst einmal wurde noch geprüft, ob irgendwie ein Straffreiheitsgesetz Anwendung zu bringen gewesen wäre. Dem war nicht so, denn die Grenzen, die hier gesetzt waren, sind niederer. Die Untersuchungshaft wurde bei allen Angeklagten in vollem Umfang angerechnet, ebenso die verbüßte Strafhaft bei dem Angeklagten Kreuzmann. Internierungshaft wurde lediglich strafmildernd gewertet, sie konnte nicht angerechnet werden, denn diese Internierungshaft, die wurde nicht verhängt wegen dieser vorliegenden Straftaten. Auch ist die Internierungshaft in keiner Weise wegen dieser Straftaten verlängert worden. Außerdem ist die Internierungshaft nicht verhängt worden in dem Verfahren, in dem heutigen Verfahren, sodass die Voraussetzungen für eine Anrechnung der Internierungshaft wegfallen. Soweit die Angeklagten verurteilt wurden, waren sie in die Kosten zu verurteilen. Soweit sie freigesprochen wurden, waren die Kosten auf die Staatskasse zu übernehmen. Zu einer Übernahme etwaiger gerichtlicher, außergerichtlicher Kosten auf die Staatskasse bestand nicht die geringste Veranlassung, da die Angeklagten in allen Fällen trotz erheblichen Verdachts, der nach wie vor besteht, freigesprochen wurden. Es scheinen mir noch einige Worte angebracht zur Frage der Bedeutung des Prozesses. Es wurde hier davon gesprochen, ist es ein politischer oder ist es ein unpolitischer Prozess? Es kommt je darauf an, wie man die Sache ansieht. Wenn man meint, dass mit diesem Prozess politische Tendenzen verfolgt werden, dann ist es kein politischer Prozess. Wenn man aber fragt, wo die Ursache sitzt und wo die Bedeutung sitzt für die Zukunft, dann ist es ein sehr politischer Prozess. Das habe ich ja eingehend dargetan. Wie aus der Gesamtentwicklung des Nationalsozialismus aus der Diktatur heraus diese Taten verständlich wurden. Und welche Konsequenzen zu ziehen sind für uns, das dürfte nahelegen. Die schönste Diktatur ist vom Übel. Wo absolute Macht, dort ist das absolute Unrecht gleich daneben. Es wurde auch davon gesprochen, ob es zweckmäßig wäre, solche Prozesse durchzuführen. Man käme ja dann erneut wieder in Misskredit, im Ausland insbesondere. Das ist falsch. Ist derjenige in Misskredit gekommen, der jemals zu einer Straftat stand und sich schuldig bekannte? Ich habe das nie in meinem Leben erfahren, sondern man hat ihm Achtung gezollt. Aber derjenige, der sich um die Verantwortung gedrückt hat, der wurde entsprechend gewertet. Wenn das beim Einzelnen gilt, warum soll es nicht beim Volk genauso sein? Von großer Bedeutung, größter Bedeutung ist es aber insbesondere für unsere Jugend, dass sie erkennt auf der einen Seite, was geschehen ist und warum es geschehen ist und welche Konsequenzen sie daraus ziehen muss, dass sie nicht wieder verführen anheimfällt. Was uns erwartet hätte, das will ich noch dartun aus einem Auszug der Rede Himmlers, aus der Posener Rede vom Oktober 43 vor den höheren Führern der SS. Er führt dort unter anderem aus, wir haben automatisch jeden gegen uns, der überzeugter Kommunist ist. Wir haben jeden Freimaurer gegen uns, jeden Demokraten, jeden überzeugten Christen. Das sind die weltanschaulichen Gegner, die wir in ganz Europa gegen uns haben, und die der Feind allesamt für sich hat. Wenn man eine andere Stelle herausgreift, in der er sagt, dass die Hauptarbeit erst nach dem Kriege beginnt, dann brauche ich Ihnen nicht näher zu demonstrieren, wie das ausgesehen hätte. Er sagt hier unter anderem,
Eines muss klar sein, zur Stellung der SS nach dem Kriege. Eines möchte ich Ihnen heute schon sagen. In dem Augenblick, in dem der Krieg zu Ende ist, werden wir erst mit dem wirklichen Zusammenschmieden unseres Ordens richtig beginnen. Dieses Ordens, den wir 10 Jahre lang aufgebaut haben, in den wir 10 Jahre vor dem Krieg die ersten wichtigsten Grundsätze hineingesenkt und die wir ihm anerzogen haben. Das müssen wir noch tun, wenn ich so sagen will, wir Alten, in 20 mühe- und arbeitsreichen Jahren nach dem Kriegsende, damit dann eine Tradition geschaffen ist von 30, 35, 40 Jahren, von einem Menschenalter also. Dann wird dieser Orden jung und kräftig, revolutionär und wirksam in die Zukunft marschieren. Um die Aufgabe zu erfüllen, dem deutschen Volke, dem germanischen Volk, die Oberschicht zu geben, die dieses germanische Volk und dieses Europa zusammenbindet und zusammenhält, aus der immer wieder die Köpfe, die das Volk in der Wirtschaft, im Bauerntum, in der Politik und als Soldaten, Staatsmänner und Techniker braucht, hervorgehen. Außerdem muss diese Oberschicht so stark und lebensvoll sein, dass jede Generation bedingungslos aus jeder Familie 2 und 3 Seele auf dem Schlachtfeld opfern kann und dass trotzdem die Weiterleitung des Blutstroms gesichert ist. Und an anderer Stelle, wenn der Krieg gewonnen ist, dann, das sagte ich Ihnen schon, beginnt unsere Arbeit. Wann der Krieg zu Ende ist, das wissen wir noch nicht. Das kann plötzlich sein, das kann lange dauern, das sehen wir ja dann. Aber ich sage Ihnen, heute schon voraus, wenn plötzlich einmal Waffenstillstand und Friede ist, dann glaube niemand, dass er nun in den Schlaf des Gerechten fallen kann. Stellen Sie auch alle Ihre Kommandeure, Ihre Chefs und alle Ihre SS-Führer darauf ein. Dann, meine Herren, werden wir erst munter werden. Nämlich dann verfallen so und so viele andere in diesen Schlaf. Ich werde die ganze SS so wecken, so prima wach halten, dass wir dann sofort an den Aufbau in Deutschland gehen können. In der allgemeinen SS wird dann sofort die germanische Arbeit begonnen. Dann ist nämlich die Ernte reif, um in die Scheune gefahren zu werden. Es wurde auch die Frage von der Verteidigung angeschnitten, wieso das alles möglich gewesen wäre, wieso das geworden sei und die Hauptschuld darin gesehen, dass der sogenannte Rechtspositivismus gegolten hätte, das heißt die Bindung an das formale Gesetz und dass das ausschlaggebend gewesen wäre, die ganze Rechtspraxis, die ganze Staatsführung und für die entsprechenden Konsequenzen für den Einzelnen. Ich kann dem nicht ganz folgen. Ich sehe die Ursache irgendwo anders. Ich sehe sie im Materialismus. Es war der Materialismus grad exogen, der hier zur Auswirkung kam. Und ich beweise es Ihnen an 2 Beispielen. Das eine, es wurde zum Ausdruck gebracht, nur wir tragen die Verantwortung. Ihr habt nicht die geringste Verantwortung für das, was ihr tut, auf unserem Befehl. Der Mensch wird zum bloßen Werkzeug degradiert. Er ist nicht mehr denkender Mensch, sondern er ist Sache. Das ist die eine Seite. Die andere Seite. Es wurden nicht alle Juden im russischen Gebiet sofort vernichtet. Man erhielt sie am Leben zum Teil. Und zwar so lange, als man sie ausnutzen konnte. Wenn dem nicht mehr so war, wenn sie nicht mehr nötig waren, wurden sie schlank weg liquidiert. Wir haben heute eine andere Zeit. Ich wage aber nicht zu sagen, dass wir keine materialistische Zeit haben. Wir haben damals einen hungrigen Materialismus gehabt. Wir haben heute einen satten. Es gilt nur noch Besitz, es gilt nur noch Habe, es gilt nur das Ringen und Rennen ums Kalb des Goldes. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist, der hungrige Materialismus oder der satte. Der eine will etwas erhaschen und der andere kämpft darum, es zu erhalten. Auch hieraus ergeben sich Konsequenzen für unsere zukünftige Lebensführung. Der Rechtspositivismus, der hier angegriffen wurde, er mag einen Teil der Schuld tragen, aber er lässt sich nicht ausschließen. Wohin kämen wir, wenn wir uns nicht an Gesetze halten müssten? Es ginge nicht an, dass jeder Einzelne sagen könnte, nun, ich lege das Recht nach meiner Fasson aus. Ein relativer Rechtspositivismus wird nach wie vor weiter bestehen. Diejenigen, die diese Theorien vertraten, des Rechtspositivismus, die gingen von anderer Anschauung aus. Die gingen davon aus,
dass sie es mit einem anständigen Staatsgebilde zu tun hätten, dass ein Gesetzgeber überhaupt nichts befiehlt, was gegen den Kernbereich des Rechts verstoßen könnte. Was hier zugrunde lag, das war gar kein Recht mehr. Das war die Perversion des Rechts in der Form des Rechts, in Form des Gesetzes. Und hierin lag die Gefahr natürlich, wenn man sich an den Buchstaben des Gesetzes hielt. Aber die Ursache lag nicht dort, sondern höchstens die Auswirkung. Deswegen sehen wir zu, dass solche Zeiten nicht mehr wiederkehren. Es wird auch verständlich werden, der Gedanke der Wiedergutmachung, der so sehr umstritten ist im deutschen Volk, von den Milliarden, die ihnen immer gesprochen wird, die man nach Israel trage. Denken Sie daran, ein Volk verliert viele Millionen. Sind es 4, 5, 6? Niemand kann es genau sagen. Aber es sind viele Millionen, die hier für nichts und wieder nichts abgeschlachtet wurden, in scheußlicher Weise. Kann man so etwas überhaupt mit Geld wieder gut machen? Ist es nicht nur mehr oder weniger eine symbolische Handlung? Dass eine Aufklärung Not tut, wird an Prozessen neuerer Art wohl deutlich. Ich erinnere nur an den Fall Zint. Ich erinnere an Schrifttum völkischer Art, das neuerdings wieder in Erscheinung tritt. Zu denken gaben mir auch Ausführungen der Herrn Verteidiger. Ich will zu Ihren Gunsten annehmen, dass Sie der Tragweite Ihrer Ausführungen soweit nicht bewusst waren. Wenn hier ausgeführt wurde von einem Herrn Verteidiger, man solle bei diesem Urteil doch bedenken, welche Wirkung es habe im Verhältnis zur Beziehung von Ost und West, ob man dann auch alle, die drüben gesündigt hätten, zur Verantwortung ziehen wolle, ob man dann nicht einen permanenten Krieg herbeiführe. Es wurde hereingeworfen, der Kampf um die Atombewaffnung, obwohl es sich hier ja letztlich gar nicht um das handelt, was der Verteidiger meinte, nämlich er meinte, ob es nicht möglich wäre, dass eines Tages die, die die Atombewaffnung verdammen, die anderen zur Rechenschaft ziehen, die die Atombewaffnung eingeführt haben, weil sie Verbrechen begangen hätten. Es handelt sich ja letztlich bei diesem Streit um die Frage, wie wird der Frieden am besten erhalten? Ist es zweckmäßig, ihn mit Atomwaffen zu erhalten? Ist es sicherer oder führt das in eine Katastrophe rein? Alle wären einig, wenn sie wüssten, was das Richtige ist in dieser Richtung, um den Frieden zu erhalten. Aber es wurde hier etwas verlangt, was früher im Nationalsozialismus verständlich gewesen wäre, dass nämlich der Richter sich nach dem Zweck richten soll, nicht nach der Gerechtigkeit. Er soll horchen, was für Konsequenzen hat es im Politischen. Und das wäre ein politisches Urteil. Weiterhin ist mir bei einem der Verteidiger aufgefallen, dass er in einen pathetischen Schluss verfallen ist, der mir nicht angezeigt erschien und der bei einem kritischen Zuhörer unangenehm berühren musste. Es lag nur allzu sehr die Gefahr nahe, dass man aus diesen nationalen pathetischen Äußerungen einen Revanchegedanken nationaler Art herauslesen müsste. Es war mir weiterhin aufgefallen, dass auf diesen Appell hin verschiedene der Herrn Verteidiger spontan den betreffenden Herrn Verteidiger die Hand schüttelten. Ich glaube auch, dass sie sich der Tragweite der Konsequenzen, die eine derartige Maßnahme nach außen hin haben könnte, nicht bewusst waren. Dann glaube ich nicht, dass es sehr glücklich war, von einem der Herrn Verteidiger den Herrn Bundespräsidenten in diesen Prozess hereinzuziehen. Durch Vergleiche. Sehr wenig Geschmack verriet auch der Vergleich, dass man nicht deswegen, weil einige der Gestapo-Angehörigen gefehlt hätten, die ganze Gestapo verdammen könne. Genauso wenig, wie man die Juden in ihrer Gesamtheit deswegen als Betrüger bezeichnen könne, weil der frühere Leiter der Wiedergutmachung in München, Auerbach, und der Oberrabbiner Ohrenstein als Betrüger sich entpuppt hätten. Ich weiß nicht, ob man etwas derartiges zum Vergleich heranziehen darf in einem solchen Prozess, wo Straftaten größten Ausmaßes gegen ein solches Volk zur Erörterung stehen.
der Tod all dieser Menschen und weiterer Opfer des Nationalsozialismus muss uns zu denken geben und hat uns wohl auch zu denken gegeben. Er soll uns Ansporn sein, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wir haben den Grundstein gelegt in unserer Verfassung, in der es an Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Möge dies jedem Deutschen ins Herz gegraben sein. Vielleicht vermittelte die Führung und Gestaltung des vorliegenden Prozesses den Angeklagten einen plastischen Eindruck von dem Unterschied des Einst, das der Führer schuf, der das Menschenantlitz mit Füßen trat, und dem Jetzt, für das die Opfer jener Zeit letztlich ihr Leben gaben. Das irdische Gericht hat gesprochen. Die letzte Entscheidung wird ein anderer treffen, wenn der DS ihre anbrechen wird. Ich möchte nicht verfehlen, den Angeklagten eine Mahnung mitzugeben. Wenn Reue und Sühnegedanken bei ihnen echt sind, wird die Strafe der Weg zur wirklichen Einkehr sein. Das Verantwortungsbewusstsein vor Gott und der Familie muss ihnen den nötigen Halt und Lebens-, aber auch Sühnewillen geben. Ich brauche wohl nicht auszuführen, welche Wertung derjenige erfährt, der glaubt, sich der Sühne entziehen zu können. Ist es doch nur ein Selbstbetrug und eine Schmach für die ganz für die Angehörigen. Bleiben Sie eingedenk des Bibelwortes, das Ihr ehemaliger Kamerad Räder in einem seiner Briefe zitierte, Lukas 23, 43, wonach dem Schächer zur Rechten, der sich schuldig bekennt, die Verheißung zuteil wird. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Keine Schuld auf Erden ist so groß, dass sie nicht verziehen werden kann. Es bleibt noch übrig, die Angeklagten darüber zu belehren, dass sie das Recht haben, gegen das Urteil das Rechtsmittel der Revision einzulegen. Die einzulegen ist binnen einer Frist von einer Woche schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle der Strafkammer des Landgerichts Ulm oder zum Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen Bereich sie in Verwahrung sind. Wenn sie Revision eingelegt haben, bleibt eine weitere Frist von 14 Tagen gerechnet ab Urteilszustellung, binnen der die Revisionsanträge zu stellen und diese zu begründen sind. Dies müsste geschehen entweder zum Protokoll einer der genannten Geschäftsstellen oder durch einen Rechtsanwalt bzw. durch einen ihrer Verteidiger. Dann habe ich noch folgenden Beschluss zu verkünden. Die Haftbefehle gegen die Angeklagten Harms, Sakut und Schmidthammer werden aufgehoben, da bei ihnen keine Verdunklungs- und Fluchtgefahr mehr besteht. Bei den anderen Angeklagten hat die Untersuchungshaft aus den bisherigen Gründen fortzudauern. Neuer Haftprüfungstermin wird bestimmt auf Freitag, den 28. November 1958. Solange das Urteil bei keinem der Angeklagten rechtskräftig ist, muss diese Verdunklungsgefahr auch dort bejaht werden, wo der Rest der Strafe an sich nicht so hoch wäre, dass der Fluchtverdacht rechtfertigen würde. Damit ist diese Verhandlung vom Schwurgericht geschlossen. Die nächste Verhandlung findet nächsten Montag ab 8.30 Uhr statt. Ich bitte die Angeklagten wieder in Untersuchungshaft abzuführen. Das ist ein anderer Fall. Ein anderer Fall. Ein anderer Fall.